Hallo Leute und herzlich willkommen bei Palatilum Wandern Tracking Prep. Heute melde ich mich bei euch, weil ich in der 5er Challenge getaggt wurde vom Morgen Prepper. Die 5er Challenge wurde ausgerufen vom Survival Alex und der hat gesagt, nennt 5 Dinge, die ihr mitholen würdet, wenn ihr in einer Survival-Situation seid, irgendwo im Wald verloren geht, ihr seid auf einer einsamen Insel. Welche 5 Dinge würdet ihr mitnehmen? Also, lasst euch mal überraschen, ich zeige euch mal meine 5 Dinge. Hallo Leute. Also wie gesagt, der Survival Alex hat diese Challenge ausgerufen. Der hat 5 Gegenstände vorgegeben. Und ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, welche Gegenstände sind denn wichtig. Und da wäre als allererstes natürlich das Wasser. Dann die Nahrung, dann Feuer als Wärmequelle und zu guter Letzt brauchen wir auch noch eine Unterkunft. Ja, und dann seht ihr schon diese kuriose Plane. Hier habe ich einen Teil meiner Ausrüstung verpackt. Dazu kommen wir gleich. So, Gegenstand Nummer 1, hier am Gürtel, ist mein Mora-Messer. Mora-Messer ist ein kleines, kompaktes Messer, ist eine teure Anschaffung, ist aus Schwedenstahl gefertigt, hat eine feststehende Klinge und ist ideal für Handwerksarbeiten mit Holz durchzuführen, also als Werkzeug zu nutzen. Kann hiermit aber auch Nahrung bearbeiten und eine Survival-Situation vielleicht auch als zum Jagen einsetzen. Ja. Ich denke, das ist so eins der ersten Sachen, die man vielleicht dabei haben sollte, weil multifunktional einsetzbar ist und man sich damit schon eine Unterkunft bauen könnte oder sich zum Schutz, sage ich mal, ein gewisses Gefühl der Sicherheit vielleicht. Dann der zweite Gegenstand, so ein Feuerstahl hier, der hier ist jetzt von Light My Fire, gibt in verschiedenen Ausführungen. Super an den Sachen ist hier einfach, die haben eine sehr lange Lebensdauer, wenig Abnutzung, sind auch bei Nässe einsetzbar im Gegensatz zu Streichhölzern oder Feuerzeugen, die einfach irgendwann aufgebraucht sind oder Gas aufgebraucht ist in denen. Ich finde, es ist eine super Sache, gerade für Feuer und Licht zu machen und in einer Survival-Situation fast unabdingbar. Ja, so kommen wir jetzt zum nächsten Gegenstand. Dafür muss ich erst die Trapperplane auspacken praktisch oder aufmachen, da ich die gleichzeitig als Rucksack nutze. Hier ganz initial die Wasserflasche. Im Normalfall würde ich die natürlich vorher füllen, um schon mal einen gewissen Wasservorrat zu haben. Ist aber ideal, um Wasser aufzufangen, zu verwahren und zu transportieren. Als nächsten Gegenstand haben wir hier natürlich dann als praktisch 4. Gegenstand kleiner Topf. Das passend zu der Wasserflasche hier von Oasis. Kann man hier reinstellen. Passt sich wunderbar an. Super zu transportieren. Ja, Topf mit kleinen Henkelansatz, kennt wahrscheinlich fast jeder von euch. Ideal für Wasser abzukochen oder auch mal als Kochtopf zu nutzen, aber kann auch als Sammelbehälter für Beeren oder ähnliches genutzt werden. So, kommen wir zum 5. und letzten Gegenstand. Das ist die Plane hier selber, die habt ihr eben schon gesehen in der Funktion als Trapper-Tasche oder Trapper-Plane. Das ist eine US-Combat-Plane. Schön daran ist, die eine Seite ist silberbedampft, die andere ist oliv. Das ist der große Vorteil, ich kann sie auch als Rettungsdecke einsetzen oder halt generell als Decke oder Schlafsack nutzen. Die hat die Abmessungen 2 Meter auf 1,50 Meter. In den Ecken sind überall solche Ösen befestigt. In diesen Ösen habe ich jetzt selber noch Paracord dran gemacht, um einfach die Plane schnell irgendwo als Tarp zu befestigen oder um sie als Umhang zu nutzen, beziehungsweise einfach ihre Funktion als Decke zu nutzen. Ja, das waren meine 5 Gegenstände und dann kommen wir gleich zur Nominierung der anderen Kandidaten. So, zum guter Letzt nochmal Danke an den Moin für die Nominierung und gleichzeitig möchte ich auch 3 Leute nominieren. Als allererstes nominiere ich die Prepper-Gemeinschaft Deutschland, also die PGD unter Leitung von Bastian Blue. Dann nominiere ich den Kanal Prepper Training und ich nominiere den Kanal Deutsch Prepper. Warum so viele Prepper-Kanäle? Ganz einfach. Die haben auch immer ein EDC dabei und gerade die sollten mal EDC ein bisschen schrumpfen und sollen mal gucken, wie sie nur mit 5 Gegenständen klarkommen. Viel Spaß und ich hoffe, ihr macht mit. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns. Ganz vergessen, Leute, die Beschreibung der Kanäle, die getaggt wurden, findet ihr alle in der Infobox.